geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe von meinen Eltern gelernt, dass Funktionsträger, dass Polizistinnen und Polizisten, dass Feuerwehrleute und Einsatzkräfte Respektpersonen sind und deshalb uneingeschränkten Respekt verdienen. Das geben wir, mein Mann und ich, auch unseren Kindern so weiter. Bei vielen scheinen aber so Worte wie Respekt und Anstand aus der Mode gekommen zu sein. Deshalb habe ich mal auch in das Politiklexikon von Schubert und Klein geschaut und dort heißt es, Respekt bedeutet Achtung oder Wertschätzung gegenüber einer Person, einer Meinung oder Lebensweise, ohne notwendiger die entsprechende Ansicht oder Lebensauffassung zu übernehmen. Gemeinsam mit den Handlungsmaximen Anerkennung, Akzeptanz, Toleranz gilt Respekt als zentrale Grundlage eines friedlichen, erfolgreichen Zusammenlebens in modernen, offenen Demokratien. Liebe Kolleginnen und Kollegen, den Jahreswechsel haben die allermeisten Menschen, die allermeisten von uns, ich nehme an alle, friedlich gefeiert. Es kam aber deutschlandweit zu Krawallen, Auseinandersetzungen, Ausschreitungen und gewalttätigen Angriffen auf Einsatzkräfte in einem bisher nie dagewesenen Ausmaß gegenüber den eben von mir genannten Respektpersonen, Polizistinnen und Polizisten, Rettungskräften und Feuerwehrleuten. Sie wurden bedroht, sie wurden gezielt mit Feuerwerkskörpern und Böllern beschossen, mit Steinen beworfen, mit Bierkisten und Feuerwehrlöchern wurde auf Fahrzeuge geworfen. Man versuchte, Fahrzeuge anzuzünden, umzuwerfen. Einsatzfahrzeuge wurden geplündert. Deutschlandweit wurden etliche Einsatzkräfte verletzt. Im Fokus sind medial insbesondere die Vorfälle in Berlin. Es gab aber deutschlandweit Ausschreitungen, zum Beispiel in Hamburg, in Hannover, in Düsseldorf, in Duisburg, in Stuttgart, Sindelfingen und Mannheim. Das heißt, eine große Palette von in der Regel Großstädten, aber im ursächlich städtischen Bereich, aber auch in ländlicheren Regionen. In Deutschland, aber insbesondere in Berlin, waren die Ausschreitungen besonders heftig und aggressiv. Bei den Ausschreitungen in Berlin allein wurden 50 Einsatzkräfte verletzt. Solche Ausschreitungen und Angriffe auf Einsatzkräfte sind unsäglich und zeugen von fehlendem Respekt vor unserem demokratischen Rechtsstaat. Franziska Giffey verlangte am 2. Januar diesen Jahres eine breite und bundesweite Debatte über diese Vorgänge. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Debatte wollen wir als CDU-Landtagsfraktion mit Ihnen führen, heute beginnen und auch der Deutsche Bundestag tut dies heute im Rahmen einer Aktuellen Stunde. Wir legen heute einen Antrag vor und werben um die Zustimmung von Ihnen. Und zwar unser Antrag hat einen Dreiklang, das ist der Überschrift zu entnehmen, die unsere Präsidentin gerade eben verlesen hat, ein Dreiklang aus Aufklärung, auf Strafverfolgung, aber auch aus Prävention. Gestandene Polizistinnen und Polizisten und Einsatzkräfte haben berichtet, dass sie diese Gewalt, diese Aggression in der Form noch nie erlebt hätten. Allen Rettungskräften in unserem Land gilt grundsätzlich unser großer Dank dafür, dass sie tagtäglich den Kopf für uns hinhalten, dass sie rund um die Uhr für unseren Staat da sind und für uns da sind und uns schützen. Wir haben in der Silvesternacht gesehen, aber auch bei vielen anderen Anlässen, sie sind immer da, halten für uns den Kopf hin, auch wenn sie sich Gefahren aussetzen. Deshalb trage ich sehr gerne und auch viele von euch und von Ihnen auch diese Schutzschleife. Und unser Innenminister Joost war so nett, auch uns allen diese Karte mit der Anstecknadel nochmal auf den Tisch zu legen. Und ich bitte einfach darum, diese Anstecknadel ganz bewusst zu tragen. Unser vorheriger Innenminister Klaus Bullion hat die Nadel 2018 eingeführt und auch da schon darum geworben, dass das Parlament sich in seiner Breite quasi dem Thema annimmt und einfach klar signalisiert, wir dulden keine Angriffe gegenüber den Menschen, die uns täglich schützen. Der ehemalige Richter des Bundesverfassungsgerichtes Udo Di Fabio hat kürzlich gesagt, und ich zitiere das sehr gerne, weil es sehr gut passt, der Angriff auf Einsatzkräfte ist immer auch ein Angriff auf die Demokratie, denn die Einsatzkräfte stehen nicht da, weil es ihre Idee ist, sondern weil demokratische Vertretungsorgane sie genau da für uns hingestellt haben. Nun ein Blick auf die Situation im Saarland. Was hat sich im Saarland in der Silvesternacht ereignet? Wir haben vor wenigen Tagen im Innenausschuss von unserem Innenminister gehört, dass wir im Saarland Gott sei Dank nichts Vergleichbares mit Berlin erleben mussten, sondern es gab keine besonderen Auffälligkeiten. Es war eine Nacht, wie sonst viele Silvesternächte in den Vorjahren waren. Da können wir sehr froh sein. Aber es wurde uns bestätigt, es wurde ausgeführt, dass generell über das Jahr hinweg
ist auch im Saarland eine niedrigere Aggressionsschwelle gegenüber Amtsträgern gibt, gegenüber Rettungskräften und Einsatzkräften. Und auch da müssen wir im Saarland näher hinschauen. Zum Schutz von Einsatzkräften gibt es insbesondere auch moderne Technik. Und diese Technik haben wir im Saarland auch vor einigen Jahren bereits eingeführt. Wir haben als Standardausstattung Bodycams bei der Polizei. Diese moderne Technik wird jetzt auch bundesweit gefordert für unsere Feuerwehrleute. Auch dort einfach mit einer Bodycam, mit einer Dashcam, auch die Feuerwehrleute in den Einsätzen zu schützen. Auch der Vorsitzende des Landesfeuerwehrverbandes hat sich vor einigen Tagen für den Einsatz und für die Anschaffung von Dashcams ausgesprochen. In der Saarbrücker Zeitung haben wir jetzt seit der Silvesternacht ja ganz, ganz viele Zitate und ich will gerne auch Christopher Benkert von der Feuerwehr Neunkirchen zu Wort kommen lassen. Er hat gesagt, Angriffe auf Hilfskräfte seien keine Seltenheit mehr. Die Bandbreite der Übergriffigkeiten gegen Hilfskräfte ist schier unermesslich. Er berichtet von Pöbeleien, von Beleidigungen, von Anspucken und Tätlichkeiten gegen Einsatzkräfte. Und die polizeiliche Kriminalstatistik bestätigt auch im Saarland, dass die Übergriffe gegenüber Hilfskräften ansteigt. Julia Schweizer von der GdP bestätigt Angriffe auf Polizeikräfte. Sie sagt oder sie bemängelt, dass die Justiz nicht schnell genug handle und dass das Strafmaß nicht komplett ausgeschöpft würde. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Silvesternacht brachte in Berlin insgesamt 355 eingeleitete Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren, davon 102 Verfahren gegen Übergriffe auf Einsatzkräfte und 38 Festnahmen. Von herausragender Bedeutung ist daher nun, dass es schnellstmöglich zu einer Aufklärung der Geschehnisse und einer schnellen und konsequenten Strafverfolgung kommt. Eine Strafe muss auf dem Fuße folgen. Angriffe auf Einsatzkräfte sind immer auch Angriffe auf die Gesellschaft und damit auf uns alle. Derartige Ausschreitungen kann und darf ein funktionierender Rechtsstaat daher nicht folgenlos geschehen lassen. Bei dieser neuen Qualität der Gewalt und Respektlosigkeit muss der Rechtsstaat konsequent durchgreifen. Wer Freiheit, Demokratie und Menschenwürde bekämpft, dem muss der demokratische Rechtsstaat mit aller Härte und Entschiedenheit entgegentreten. Auch die Bundesinnenministerin Nancy Faeser machte nach den Krawallen ist ganz deutlich, wer Polizeibeamte und Rettungskräfte angreife, muss mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werden. Unser Strafrecht bietet schon jetzt viele Möglichkeiten, um den der Silvesternacht begangenen Straftaten in der notwendigen Härte Rechnung zu tragen. 2017, das steht auch auf der schönen Karte von Reinhold Just drauf, wurde das Strafrecht verändert und verschärft. Dieses Gesetz ermöglicht es jetzt, bei Angriffen auf Polizisten, ermittelnde Staatsanwälte, Feldjäger und andere Sicherheitskräfte eine Strafe von bis zu 5 Jahren auszusprechen. Allein das Mitführen einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeuges soll sich strafverschärfend auswirken. Von dem Gesetz sollte das Signal ausgehen, null Toleranz gegenüber Angriffe auf unseren Staat. Nun liegt es an der Justiz, diesen Strafrahmen auch gänzlich auszunutzen. Die CDU-Landtagsfraktion hat in dem Antrag als Nebenstrafe die Entziehung der Fahrerlaubnis für ein wirksames Mittel definiert. Und wir regen auch hier bei der Justiz im Saarland an, von diesen Mitteln noch stärker Gebrauch zu machen. Außerdem, liebe Kolleginnen und Kollegen, spielt der zeitliche Aspekt eine entscheidende Rolle. Polizei und Justiz müssen in derartigen Fällen Ermittlungsverfahren schnellstmöglich zum Abschluss bringen und Urteile fällen. Es gibt das Modellverfahren in Baden-Württemberg in Heilbronn, die wenige Tage nach der Silvesternacht, nach 4 Tagen, bereits ein Urteil gesprochen haben und den ersten Gewalttäter auch verurteilt haben. Ich glaube, daran sollten wir uns ein Beispiel nehmen und sollten an der Stelle dieses Verfahren zum Standardverfahren in Deutschland weiterentwickeln. Neben der schnellstmöglichen Aufklärung und Strafverfolgung gilt es natürlich, die Taten zu hinterfragen, auszuwerten und klar zu analysieren, wo wir präventiv ansetzen können, um derartige Vorkommnisse in der Zukunft zu vermeiden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein pauschales Böllerverbot wurde auch ins Gespräch gebracht. Davon halten wir wenig, weil die, die am Silvester Raketen steigen lassen wollen, sollten das auch in Zukunft tun. Und Gewalttäter werden von einem Böllerverbot auch nicht abgeschreckt. Es ist richtig zu analysieren, wer hinter den Krawallen der Silvesternacht steckt. Und wir sollten ein bundesweites Lagebild sehr schnell bekommen. Erste Ergebnisse besagen, dass viele der mutmaßlichen Täter junge Männer mit Migrationshintergrund sind. Ich stelle mir die Frage und wir stellen uns die Frage, warum missachten Sie Rettungskräfte und greifen Sie so aggressiv an? Es stellen sich Fragen hinsichtlich des Gelingens der Integrationsbereitschaft in unserem Land. Gescheiterte Integration muss minimiert werden und fehlender Respekt vor dem Staat dürfen wir nicht hinnehmen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, ich hatte sie bereits zitiert, hat sich hierzu kurz nach den Ereignissen sehr deutlich geäußert.
Zitat: Wir haben in deutschen Großstädten ein großes Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, die unseren Staat verachten, Gewalttaten begehen und mit Bildungs- und Integrationsprogrammen kaum erreicht werden. Zitat Ende. Junge Gewalttäter müssen schnelle und deutliche strafrechtliche Konsequenzen spüren. Nur das schaffe Respekt vor dem Rechtsstaat. Sie sprach von gewaltbereiten Integrationsverweigerern, denen man mit harter Hand und klarer Sprache begegnen müsse. Und hier möchte ich auch den Antrag der SPD-Landtagsfraktion ansprechen. In Ihrem Antrag schreiben Sie auf Seite 3 ich zitiere auch hier einen Satz: Gelungene diskriminierungsfreie Integration ist gleichwohl ein Teil einer gelungenen Präventionsarbeit. Und ich stelle die Frage, ob diese Straftäter in Berlin, ob man bei diesen Straftätern in Berlin von einer gelungenen Integration sprechen kann. Dieser Frage sollten wir nachgehen und eben nicht über diese Vorfälle so hinweggehen und das einfach mit einer diskriminierungsfreien Integrationsarbeit abtun. Der NRW-Innenminister Herbert Reul macht sehr deutlich, dass wir ein Problem haben, Zitat, mit Gruppen junger Männer mit migrantischem Hintergrund und ohne migrantischen Hintergrund, Zitat Ende. Der Psychologe und Extremismusexperte Ahmad Mansur fordert eine bundesweite Integrationsdebatte, um Menschen zu erreichen, bevor sie Rettungskräfte und Polizisten angreifen. Er vergleicht die Vorfälle in Berlin mit zurückliegenden Taten in Paris und Brüssel. Es sei kein neues Phänomen, das Ausmaß aber schrecke nun in Deutschland sehr viele auf. Man müsse nun lösungsorientierte Ursachenforschung betreiben und keine einseitigen Schuldzuweisungen treffen. Das Thema anzusprechen sei der erste wichtige Schritt. Mit Blick in die Zukunft muss daher die Migrations- und Integrationspolitik in unserem Land auf den Prüfstand gestellt werden, aber auch das Zusammenleben und damit die Gesellschafts- und Sozialpolitik hinterfragt werden. Wollen wir ein Einwanderungsland sein, müssen wir Interesse an den Menschen haben, die zu uns kommen. Wir müssen sie erreichen, wo sie sind, in den Schulen, in den Kindertageseinrichtungen, in den Integrationskursen und Sprachkursen und auf ihrer Arbeit. Wir müssen Begegnungen schaffen und an einer Stelle so auch eine Möglichkeit der Begegnung schaffen. Das sei laut Mansur der zweite Schritt. Auch diese Hinweise nehmen wir sehr ernst und ich sage es gerne noch einmal. Das Thema ist ein sehr vielschichtiges und auch kein einfaches. Auch hier gilt fördern und fordern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, außerdem sollten wir auch mehr auf Wert legen. Die Werte des Grundgesetzes in den Schulen sollte eine größere Rolle legen. Mein Kollege Frank Wagner wird gleich auf das Thema verpflichtendes Gesellschaftsjahr, auf das Thema Sprache und den Wert der Sprache und der Sprachvermittlung und auch auf das Thema Jugendparlament eingehen. Ich komme zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schnellstmögliche Aufklärung, konsequente Strafverfolgung und Prävention haben oberste Priorität im Nachgang zur Silvesternacht. Beim SPD-Antrag werden wir uns enthalten müssen. Es stehen gute Ansätze darin, aber unser Antrag ist wesentlich umfassender. Deshalb werbe ich um Zustimmung für unseren Antrag und bitte herzlich, wie gesagt, um Zustimmung und danke für die Aufmerksamkeit.